Hi Leute, Forti hier. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und in diesem Video suche ich mir ein Knife auf Skinbaron aus. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich habe vor Monaten, mein Knife, was ich hier hatte, das Butterfly Marble Fade FN, verkauft hier auf Skinbaron. Gab gutes Cash auf jeden Fall. Seitdem habe ich irgendwie gar keins mehr. Also ich hatte mehrere und habe die verkauft und habe hier aber noch ein bisschen Guthaben. Deswegen dachte ich mir, ich suche mir in dem Bereich irgendwie 200 bis 300 Euro vielleicht ein hübsches Knife. Ich habe natürlich diese Gloves gezogen, Moto Gloves Pau oder Pau oder Pau in Minimal Wear. Die sind so ein bisschen hell und so weiter. Und man hat mir geraten, irgendwie was Rotes, rot aussehendes Knife irgendwie zu holen dazu, weil es farblich irgendwie gut passen würde. Ich bin farbenblind, deswegen lasse ich mich dazu beraten. Natürlich auf dem Discord bei uns. Also wenn ihr das noch nicht wisst, wir haben einen Discord, kommt vorbei. Ist echt lustig so mit den Jungs. Aber wir gehen jetzt hier endlich mal in die Kategorie Knives. Und ich sag mal schon, dass ich mindestens 4 Tested irgendwie haben will. Also sonst sind die halt vielleicht zu krass, zerkratzt die Knives und dann sieht das blöd aus. Es kommt eigentlich gar nicht so sehr viel in Frage bei mir. Ich mag zum Beispiel nach wie vor Bayonet, hatte ich ja damals. Karambit ist natürlich immer nett, aber in der Preisspanne 200 bis 300 Euro findest du da nichts so Geiles. Also obwohl Ultraviolet ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt rot. Ich weiß nicht, ob es was Rotes wird, aber also das ist vielleicht nicht schlecht. Also Night oder Ultraviolet oder vielleicht Blue Steel, ja, würde vielleicht gehen, aber es ist alles in getestet und das ist schon grenzwertig. Talon Knife ist natürlich auch möglich. Übrigens, ich finde es total geil. Also ich glaube, die Jungs von Skinbaron haben hier echt gute Arbeit geleistet in der letzten Zeit. Vorher hatten die so ein bisschen Performance-Probleme, aber jetzt scheint es echt fluffig von der Hand zu gehen hier. Das ist schön. Talon Knife ist ja quasi das neue Karambit, so mehr oder weniger. Sieht ja schon so ein bisschen ähnlich aus wie so eine Banane. Crimson Web, ja, aber es ist auch viel testet. Minimal Wear, Ultraviolet sieht auch nett aus. Also würde ich mir tatsächlich vielleicht überlegen, obwohl es gar nicht rot ist, speichere ich mir mal auf dem Warenkorb. Was ich eigentlich auch ganz cool finde, ist halt wirklich Autotronic von irgendeinem Knife, also Bayonet. Aber das ist auch viel zu teuer, weil das finden natürlich viele toll. M9 Bayonet, ja, ich glaube, das wird es eher nicht, meiner Meinung nach. Aber was ich ja schon immer cool finde, ist ein Huntsman Knife. Und gut, da gibt es jetzt auch nicht so viel krass Rotes, aber so ein Doppler ist auch nicht so schweineteuer, aber Phase 1, Phase 2, ich weiß jetzt nicht den Unterschied. Also rein von der Abbildung hier ist das eigentlich für mich irgendwie kein Unterschied. Aber ja, ansonsten haben wir hier noch Huntsman Knife. Also die sind ein bisschen günstiger insgesamt, auch in Factory New sogar. Finde ich cool. Hier sogar mit StatTrak Factory New 230 Euro. Marble Fade, also das finde ich tatsächlich sehr interessant. Daran habe ich da noch nicht gedacht. Also ich dachte eher vielleicht so an einen Doppler oder sowas. Hier sogar Top Flow 217, aber locked. Ich stelle mal schnell oben auf Instant Buy. Ich will ja sofort kaufen. Ich habe keine Lust, irgendwie noch irgendwie eine Woche oder wie lange auch immer zu warten. Wir können ja auch hier direkt auf Marble Fade gehen, weil das interessiert mich jetzt tatsächlich. Also finde ich cool. Ist jetzt auch nicht schweinerot oder so. Ist mir ja auch egal, aber finde ich einfach schön. Okay, es gibt auch nicht so viele Varianten, aber in StatTrak eigentlich, naja, die Float ist okay. Hier ist eine super Float für 206. Kann man sich eben anschauen. Das gefällt mir, glaube ich. Also so eins könnte ich mir vorstellen. Also tatsächlich, ich tendiere jetzt einfach, also unabhängig davon, dass es StatTrak ist, ich möchte einfach die bessere Float haben. Hier ist noch eine bessere Float, aber naja, die 30 oder fast 25 Euro irgendwie. Müssen glaube ich auch nicht sein, aber die Float ist schon in Ordnung. Ich glaube, das wird es werden, Jungs. Also, tatsächlich, also dann können wir das Talon Knife raushauen. Ich habe tatsächlich so im Vorfeld an andere Dinge irgendwie gedacht, aber ich freue mich. Und da kommt der Trade. Jawohl. Tada, new item. So sieht jetzt also die neue Kombi aus. Ich gebe zu, es ist jetzt nicht so die krasseste Kombi. Tatsächlich hätte ich vielleicht irgendwie ein rotes Knife bevorzugen können. Aber naja, ihr könnt ja gerne eure Meinung schreiben. Wie findet ihr das? Also das Knife an sich finde ich nett, finde ich echt schön. Ich bereue jetzt den Kauf nicht oder so. Es passt vielleicht nur nicht oder zu den Gloves, aber die Gloves kann man ja auch wieder verticken und vielleicht irgendwie einfach was anderes kaufen stattdessen. Ja, aber ist auf jeden Fall schön. Danke fürs Zuschauen. Eure Meinung in die Kommentare. Däumchen nach oben. Naja, wenn ihr mich bei Skinbaron unterstützen wollt
Unten gibt es einen Link, da könnt ihr einfach draufklicken und wenn ihr darüber etwas kauft, bekomme ich eine kleine Provision. Vielen Dank, haut rein und bis dann.